Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute gucken wir uns etwas aus Paddys Gaming-Ecke an. Vielen Dank an Paddy, dass ich dein Video nutzen darf. Ist natürlich in der Videobeschreibung. Heute gucken wir uns das Video Uncharted 3, The Nathan Drake, PS5, Part 21, Der blinde Passagier. Die filmreife Flucht aus dem Flugzeug, genau. Flugzeug an. Ich habe Uncharted 3 leider nicht gespielt. Ich habe generell die Uncharted 3 nicht gespielt. Aber es sah interessant aus, deswegen möchte ich einfach mal darauf reagieren und gucken, was mich erwartet. Ich gehe da also komplett blind rein. Ich habe also auch keine Hintergrundinfos diesmal. Außer halt so allgemeine Steuerung, was ich so von anderen Spielen kenne, die dem vielleicht ähneln könnten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ich es nutzen darf. Ja, zu Paddys Gaming-Ecke habe ich auch ein paar Infos. Müsste ich jetzt tatsächlich aber leider kurz einmal rüberschauen, weil, ne? So, zu Paddys Gaming-Ecke. Paddy hat 446 Abonnenten und 1223 Videos. Das ist doch schon ordentlich was. Okay, jetzt wo wir das geklärt haben, würde ich sagen, legen wir los, let's go. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Uncharted 3. Vielen Dank, dass ihr wieder mit am Start seid. Gerne. Und natürlich auch ein Dankeschön an die Leute, die das letzte Video bewertet haben. Und wenn du, genau du da draußen, dir schon öfters gedacht hast, der hat einen geilen Kanal, der macht wohl geile Videos, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Das würde mich tierisch freuen und natürlich auch tierisch unterstützen. Ich sage schon mal vorab, Dankeschön. So, wir machen weiter. Wir geben wieder Gas. Freunde, in der letzten Folge ist ja sehr, sehr viel passiert. Auch außerhalb des Zockens. Junge, meine Katze ist einfach von der... Ich habe es ja in der letzten Folge erklärt, so ein bisschen. Meine Katze ist so ein bisschen tollpatschig. Ja, deswegen. Ich kenn sie nicht. Tom, da warst du unterwegs. Eine kleine Rettungsaktion machen. Aber ich wäre ja nicht der Paddy, wenn da alles gut gegangen wäre. Sauber daneben geschossen, würde ich sagen. Hört sich jetzt an, als wenn irgendwie... Aber in der letzten Folge hatte ich es ja schon erklärt. Granate! Meine Katze ist einfach so toll, Patrick. Das ist einfach die... So ein bisschen eingeschränkt. Alter, wie viele! Vor allem, wie oft du daneben geschossen hast. Wer bist du denn? John Rick oder was? Ziele nicht vergessen. Oh, sorry. Mein Gott, jetzt hör doch mal auf, hier rumzuhampeln, Alter. Schnauze jetzt. Treffer. Fresse. Bitte. Also im Grunde wahrscheinlich ein klassischer Shooter. Warum verreckst du denn nicht? Okay, Bruder, alles klar. Ich kann nicht mehr jetzt. Was ist das denn jetzt? Wo kommt die Aggression her? Komm da und ganz ruhig, Bruder. Das sind nur ein paar Computer. Arschloch. Mein Gott, was bist du für ein Hurenbock, Alter? Jetzt pass auf, ey, ich schwör's euch, ne? Wirklich, wenn der jetzt nicht verreckt, höre ich auf, das zu spielen. Wirklich. Ja, nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Ich hätte es wahr gemacht, ne? Ohne Scheiß. Weil dann wär's ja, Leute, das Let's Play endet an der Stelle, weil ich habe keinen Bock mehr. Okay. So, danke. Schön. Oh nein. Granate! Ey, wisst ihr was, ey? Ich hab hier auch ein paar für euch. Hier. Fress Scheiße! Fress Scheiße! Er hat's auch hinter sich. Keine Kraftausdrücke, Paddy.
Und ja, Leute, ich nehme später am Abend auf, also nicht wundern, wenn ich ein bisschen erschöpft schon bin. Aber ich habe versprochen, dass Wo ich das kommt heute noch ihr denn mache. her? Weg hier. Ja, wahrscheinlich hat er das überlebt, Alter. Peng. Es ist halt so Oben die krank, ne? Waffenleiste, seht ihr die? Da haben wir oben hier so ein Nachladebildschirm. Das ist ganz geil, das so irgendwie da oben im Blick zu haben. Okay, kriegen wir den da oben? Sehr schön. Ja, ist Und sehr schön, alles super klar. gemacht. Ach, wenigstens etwas, ey. So. Ach, guck mal an. Ey, bleib mal hier. Hier, der Drecksack. Nein, 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 du sollst von dem weggehen, von den allen weggehen. Ja, genau. Wo kommen die alle her, Alter? Das Digga, ist immer wenn ich denke, das war's, kommen noch fünf. wie Ratten. Die kommen auch immer alle. Wenn eine kommt, kommen alle. Oh, das war's. Das war's. Nein, warum Oder? schießt der denn jetzt nicht? Schieß. Ey, muss ich irgendwie. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Wenn ich jetzt wieder weiter vorlaufe, kommen wieder welche. Guck mal da oben, wieder welche. Hä? Das ist ja nicht normal, oder? Kommen da so viele? Also ich glaube, es ist ja. Also ich kenne ja nicht dieses Wellenprinzip jetzt hier, aber ist das nicht normalerweise so, dass du als einen bestimmten Kontrollpunkt erreichen musst, dass an der Stelle dann in dem Gebiet keine mehr spawnen und dass die so lange weiter spawnen, bis du den Kontrollpunkt erreicht hast? Also, Entschuldigung. Ich habe jetzt keine Ahnung direkt von dem Gameplay, deswegen weiß ich es jetzt nicht, aber ich kenne das aus einigen anderen Spielen so. Okay, Munition, her damit. Ja, Munition ist was Gutes. Danke. War es ganz Gutes. Wehe, jetzt kommen wieder welche. Junge, dann kacke ich ab. Besser nicht. Okay, ich glaube, jetzt geht's, oder? Autsch, Treffer. So, seid ihr jetzt alle tot? Scheint so, sonst Oder würde der nicht mehr NPC nicht sagen, lebendig, wie folge auch mir. immer. Wenn ja, dann wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Okay. Ah, nein, falscher Knopf! Alles klar. Okay, wir haben null Munition, ne? Warte mal. Okay. Müssen wir so ein bisschen Looty-Looty machen. Ja, ein bisschen gucken, dass ihr ein bisschen Munition wirklich findet. Zack. Munition ist immer rar in Weil solchen ich weiß Games. nämlich nicht, was uns da gleich Schönes erwartet. Okay, wie viel hat die? Ja gut, 43, ne? Genau das, was ich brauche. Nehmen wir die mit. Nehmen wir die. Ja. Also ich würde erstmal sagen, das Erste, was mir so auffällt, ist, dass es so ein ganz typisches Let's Play. Ganz typisches Shooter-Let's Play. Also von daher, ja, bisher ganz in Ordnung. Hier, ich finde, ich weiß nicht, das würde mich jetzt interessieren, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Das wäre jetzt mal so meine erste Frage, die ich jetzt so hätte. Welchem Schwierigkeitsgrad du spielst? Und hast du auch die ersten beiden Teile gespielt? Das würde mich auch interessieren. Wir haben noch knapp etwas mehr als Okay, 10 alles klar, Minuten. ich glaube. Ah, doch, hier liegt noch was. Jawohl.
Und danach schön schnell weiter auf zur nächsten Runde. Ja, und da ist ein Präzisionsgewehr, alles klar. Nicht ins Auto springen, Dankeschön. Lass mein Auto heile. So, hier haben wir auch noch was. Sehr schön. Je mehr, desto Mein Gott, besser. also es tut mir echt leid, dass das, ich weiß gar nicht, woran das gerade liegt. Okay, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich trinke mal einen Schluck Nach besser oben? nochmal. Genau. Ich mache übrigens direkt jetzt mal schnell die Werbung, auch während ich einen Schluck trinke, schnell für mich. Auch dann wird meine Lippen das überleben, meine Stimme das überlebt. Weil ich habe heute schon einiges aufgenommen und ich habe Angst, dass meine Stimme bald versagt. Deswegen, wenn ihr keine weiteren Reactions von mir verpassen wollt oder wenn ihr wollt, dass ich auf ein bestimmtes Video reacte, dann würde ich mich herzlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo da lasst. Das gilt auch gerade für dich, für Paddy gilt das auch. Schlag mir gerne auch ein Video vor, auf das ich reacten soll, dann mache ich das gerne. Wenn du irgendein besonderes Highlight-Video oder sowas hast, wo du sagst, ey, da wäre mal eine Meinung, eine zweite oder sowas geil. Gerne. Des Weiteren ist es natürlich auch geil, weil dadurch, dass ich es nämlich irgendwo nochmal teile, wird das Video nochmal ein Stück wieder neu aufgewertet. Und ansonsten, schieß doch mal auf den Abo-Button. Auch du, Paddy, schieß mal bei mir auf den Abo-Button. Und lass doch gerne mal ein Like da. Und schaut mal bei Paddy auch vorbei. Also, ich finde, ich mag sowas ja. Ich habe leider nicht genug Zeit, um mir solche großen Let's Plays immer alle anzugucken. Aber deswegen mache ich so gerne so Reactions, weil da kann ich einfach mal in solche Sachen reinschnuppern. Und wenn ich dann irgendwas finde, wo ich sage, yo, das ist es, da gucke ich dann auch öfter mal rein. Momentan halt, habe ich dafür halt kaum Zeit, aber. Keine Sorge an die Leute, wenn ich jemanden abonniere, dann gucke ich mir die Videos teils auch an. Okay, was ist überhaupt dein Missionsziel? Also, worum geht es überhaupt genau? Also, dahin musst du zu diesem Turm, zu dem Kontrollturm. Hallo, da muss ich lang. Okay, hier hoch, oder? Ja, das Ich sieht pass schon auf. besser aus. Das sieht gut aus. Geschafft. Alter. Junge. Eine Abschussrampe? Das ist einfach ein scheiß riesengroßes. Nee, ein Flugzeug, ein großes. Was transportieren die da alle rein, Alter? Wir sind wohl mit dem Laden fertig. Wir sollten jetzt los. Na los. Digga, ist das ein dicker Vogel? Okay, kommen wir irgendwie. Geronimo! Nee, da hoch nicht, aber ganz runter gehen, ja. Ja, toll, müssen wir doch runter, oder was? Ach so, okay. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen den Zaun irgendwie. Sieht aus, als hätten wir es gleich. Ja. Ich klettere hoch und helfe dir dann rüber. Okay. Halt mir den Rücken frei. Mach ich. Was zum. Was machst du? Elena, hör zu. Oh, verdammt! Ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein! Bitte! Ist zu gefährlich. Wie romantisch! Seien wir ehrlich. Chancen stehen 1 zu 1 Million. Ich habe dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht verlieren. Ich verlieren. Packe das nicht nochmal. Schnapp dir den Wagen da drüben und. Gott, die sind so süß, die zwei Mann. Ne? Hey, Junge! Wie romantisch! Mach schon. Gott, und die passen so scheiße heftig zusammen, ne? Ja, Richtig geil, da Mann. diesen, ich kenne die Story zu den beiden, aber dir, das vibet, wow. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie jetzt gleich entweder in die Luft gesprengt oder Aber gut, ich erschossen wird. meine, was die zusammen durchhaben, irgendwann muss es auch mal zusammenschweißen. Ja, ganz ehrlich, Ey, der hebt ab. wenn 200 Ich hab's beeilt. Kanonenkugeln einen nicht Oh nein, zusammenschmeißen. ey! Fuck, Mann! Verpasst meinen scheiß Flug. Nein, mein Flieger nach Miami! Alter, der macht echt. Ey, wir müssen zu dem scheiß Flugzeug. Okay, rüber. Ach du Beziehungsweise Scheiße. hoch.
Der Nein. Flieger ist weg. Bye. Ach, stell dich nicht so an. Was, geh nicht auf die Startbahn. Halt deine Fresse. Ja. Was, von hinten? Wo? Fresse. Ich habe vorher überall Munition gesammelt. Für was? Dafür, dass wir jetzt wieder so wenig haben? Schnauze. Sauber. Okay, let's go. Gib mir die... Scheiß Munition! Ah, durch da. Oh, das wird ja richtig spannend, ja, der Gänsehaut. Scheiße, gibt's hier irgendwo ein Auto, was man nehmen kann? Egal, vielleicht schaffen wir das. Nein, das sieht schlecht aus. Komm schon, ey, rennen! Das schaffen wir nie. Das schaffen wir nicht. Elena! Braves Mädchen. Ich hab dich, na los. Jetzt aber rein da. Hey, ich hab ihn, was? Ja. Ey, die Alte ist so geil, Mann. Ich schwöre, ich liebe sie. Die Alte ist so ich geil. Ich liebe sie. Das Weisheit des Tages, die Alte ist so geil. Alter, was passiert hier? Ich muss gleich rüber, oder was? Wo muss ich dran? An diesem scheiß Ding? Vorsicht! Niemals im Leben, oder? Amanda! Alter, und hoch! Alter, was? Ja. Noch so eben, das war ganz schön knapp, wenn ich mal ehrlich bin. Nee, das war sehr, sehr knapp. Das geht ab. Okay, Freunde. Ich muss auf jeden Fall speichern. Ja, also, das war ja mal richtig Spannung, ey. Und wir haben noch ein paar Minuten. Also kommt noch irgendwas. Jetzt bin ich doch wirklich hellwach. Bis gerade eben hat es mich noch nicht so gepackt, aber das war ja mal wirklich geil jetzt. Alles klar. Kapitel 17. Blinder Passagier. Jetzt mal gucken, wie lange er noch blind bleibt an der Stelle. Ey, der Teil, der ist ja unglaublich krank geil gemacht. Das ist ja wie ein Film, Alter. Das dachte ich auch schon ein bisschen. Ey! Wer bist du denn? Oh, lass mich runter! Oh, Alter! Was? Was? Okay. Willst du mich verarschen? Junge, was ist mit dir nicht richtig? Hallo? Ey, du willst jetzt... Ja, vergiss es, Alter. Du marschierst hier runter. Sonst gar kein mehr. Oh, nicht gut. Positionswechsel, aber ganz, ganz schnell. Jetzt, boah. Oh, aua, 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 in die Weichteile. Jetzt. Jawohl. Was ist mit dem? Der lebt doch noch, Alter. Verpiss dich jetzt. Komm schon. Was müssen wir machen? Komm schon. Ja. Und tschüss, du Penner. Goodbye. Ach du Scheiße. Oh oh. Oh oh. Oh oh, ach du Scheiße. Oh, erstmal jump'n'runnen. Oh mein Gott. Alter, du fährst Nathan! Nathan! Wow! Alter, was geht ab? Junge, das ist ja wie im Film. Das ist ja wie bei Uncharted, Alter, der Film mit Tom Holland. Verpiss dich. Junge, guck euch die Wüste da an, Alter, sieht das krank aus. This is fucking sick, Alter. Alter, also, jetzt ist ja richtig Spannung hier. This is so fucking sick. Nein. Komm schon. Nee, komm schon. Mach die Luke. Schnauze.
Lass die Luke auf! Oh, noch mehr Kanonenfutter. Fresse. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, das war klar, dass wir jetzt draufgehen, ne? Alter, was ist denn da los? Übertreib doch mal nicht so, Alter! Boah, Alter. Ich bin so gefasst, dass ich kaum Kommentare gerade geben kann. Oh mein Gott! Ja, ich finde das gerade mega sick spannend. Tschüss. Jetzt gib den noch. Jawohl, Headshot, wichtig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Boah, ihr brennt einfach alles. Das Flugzeug fällt auseinander. Ja, ach nee. Verbrennt. Ey, hallo. Ja, was soll ich machen, Alter? Hallo. Was soll ich machen? Ich bin eingeklemmt. Jetzt nicht mehr. Nielsen, mach doch! Mein Gott, manchmal bist du so ein Arschloch, Alter. Boah, ich bin so gefesselt. Nein! Was ist das? Wo sind wir? Halt dich fest, Mann! Halt dich fest! Zieh die scheiß Leine! Oh, Glück. Boah, der hat der Glück gehabt. Hat der Glück gehabt! Oh Gott sei Dank. What the fuck, Alter? So hast du sauber gerade ein Flugzeug zum Absturz gebracht. Wir haben's geschafft! Junge. Kapitel 18. Was? Die Raub Alkali? Die Raub Alkali. Hört sich nach einer Terrororganisation an, wenn du mich fragst. Ey, was zur Hölle ist da gerade passiert? Ja, sei froh, dass du es überlebt hast. Ganz ehrlich. So ein Flugzeug erst. Junge, das hätte Elena niemals überlebt. Niemals im Leben hätte die das überlebt. Alter, Freunde, ey. Wie krass war das bitte, ey? Ja, jetzt heißt es zum Wrack gehen, ne? Ich gehe zum Wrack, mal sehen, was ich finden kann. Okay. Das lassen wir jetzt erstmal sacken hier. Ja. Wow. Okay, Freunde, wir hören uns zur nächsten Folge. Wunderbar, gut, da mache ich jetzt den Cut. So, das war das Video. Erstmal, also zum Anfang war es so ein bisschen so. Aber irgendwann, also mit diesem Flugzeug, auf einmal, ich dachte, wow, das hatte dann doch was. Es gab eine Anmod und eine Abmod. Mir hat aber persönlich ein Intro oder ein Outro gefehlt, ein richtiges, deswegen gebe ich dafür 3 von 5 Sternen. Das ist nur meine Meinung, weil ich halt Intros und Outros halt gut finde, die nochmal ganz klar repräsentieren, wer man ist. Und ansonsten möchte ich eigentlich sagen, ja, war das Video in Ordnung, hat mich unterhalten, deswegen gibt es da von mir auch ein Like. Und ein Abo, denke ich, kann ich ihm auch gönnen. Abo ist da gelassen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Reaction wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und tschüss. Euer Interfox.